Anfangen tut man in Archicad immer, indem man ein Projekt öffnet oder ein neues Projekt anlegt. Also man startet Archicad und dann gibt es unter Ablage genau die zwei Befehle. Das eine ist Steuerung O und das andere ist Steuerung N. Und wir nehmen mal an, dass es jetzt um Steuerung N geht, also ganz neu starten und dann drücken wir hier auf Neu oder eben Steuerung N. Da gibt es folgende Fragen zu beantworten. Wollt ihr eine Vorlage benutzen und welches Arbeitsumgebungsprofil wollt ihr verwenden? Das sind genau die zwei Fragen, die man beantworten muss. Wie gesagt, es geht auch um ein neues Projekt zu starten. Da gibt es eben entsprechende Template-Dateien, die kann man benutzen. Ich habe eigene gemacht, das sieht man hier mit dem kleinen Kürzel HS vorne dran. Das ist jetzt bei mir so. Ich stelle euch die auch zur Verfügung oder eben die mit Archicad mitgelieferten Templates. Ich nehme jetzt einfach mal Beispielvorlage Geschossoberkante Fertigfußboden. So, und das ist jetzt einfach nur eine leere Datei, die allerdings bestimmte Voreinstellungen hat. Ihr könnt dann später, wenn ihr in dem Programm ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habt, auch eigene Vorlagedateien anlegen, logischerweise mit euren Lieblingseinstellungen, zum Beispiel eurer Lieblingsebenenkonfiguration und die dann auch als Template speichern. Das zweite ist die Arbeitsumgebung. Das ist quasi das Interface. Da kann man verschiedene Konstellationen von Paletten, Befehlen und so weiter speichern. Und es gibt eben auch schon welche. Und da kann man zum Beispiel das Profil 123 auswählen. Ich nehme jetzt mal Studenten 22. Das ist eins, was mit Archicad 22 mitgeliefert wird, mit der Studentenversion zumindest, und gehe jetzt auf OK. Archicad öffnet sich. Neuerdings gibt es immer so ein paar erklärende Dinge, die dann helfen sollen, sich besser zurechtzufinden. Das könnt ihr euch dann durchlesen oder auch nicht. Man kann das auch gleich löschen. Ich gehe jetzt mal auf das Pfeilwerkzeug, drücke STRG A, wähle damit alles aus und lösche das Ganze und jetzt kann ich loslegen. Die Alternative ist natürlich, ein bestehendes Projekt zu öffnen, also eine bestehende Datei heißt das. Ablage öffnen und da gibt es eine Liste der zuletzt bearbeiteten Projekte, aus denen kann man dann auswählen. Ihr könnt aber auch auf Öffnen gehen und dann öffnet sich der Dateiauswahldialog und dann könnt ihr da eben eure Dateien aussuchen.